sich alle gesehnt, so viele Eltern erzählten's den Kindern, der Retter wird kommen, als Herrscher gekrönt. Alle dachten, er kommt ganz laut auf die Welt. Prachtvoll wie ein König hat man ihn sich vorgestellt. Doch ich glaub, Gott ist anders, anders als wir sind. Er kam nicht mit Posaunen, sondern im Stall dort als Kind. Er kam in unsere Welt auf seiner göttlichen Weise. Durch Christus sprach er zu uns. Doch nein, nicht laut, sondern ganz leise in einer Krippe, als die Welt noch im Schlaf lag. Ganz klein und bemerkt, als Kindlein geboren. Maria und Josef verstanden es selbst nicht, der Retter und König als ihr eigener Sohn. Alle dachten, er kommt ganz laut auf die Welt. Prachtvoll wie ein König hat man ihn sich vorgestellt. Doch ich glaub, Gott ist anders, anders als wir sind. Er kam nicht mit Posaune, sondern im Stall dort als Kind. Er kam in unsere Welt auf seiner göttlichen Weise. Durch Christus sprach er zu uns. Doch nein, ich lach, sondern ganz leise.
Nun ist er da, der heilige Abend 2020. Von kleinen und großen Kindern lange herbeigesehnt und doch so ganz anders, als wir das geplant hatten. Sie hatten es anders geplant, in unserer Familie war es anders geplant und wir als Gemeinde hatten es ganz anders geplant. Aber trotzdem ist es Weihnachten und wir grüßen Sie aus einer leeren Kirche mit vollen Herzen. Der Weihnachtsbaum steht hinter mir, wie Sie sehen, hoffentlich auch bei Ihnen. Und in alledem sind wir eine Gemeinde und feuern und feiern, auch wenn wir in den Häusern uns gegenseitig nicht sehen, als Gemeinde gemeinsam die Geburt unseres Herrn Jesus Christus, wir hier und Sie in Ihrem Wohnzimmer. Und vielleicht machen wir aus der Krise eine Chance und schauen heute ganz besonders auf das, was Weihnachten zu dem besonderen Fest macht, das es ist, gerade weil wir sonst auf vieles, was wir so gewohnt sind, verzichten. Wenn Sie sich darüber hinaus an diesem Gottesdienst beteiligen möchten, können Sie die Chat-Funktion Ihres Computers nutzen und dort Grüße hineinschreiben. Jetzt nehmen wir noch einmal Anlauf, um dann richtig in der Weihnachtszeit zu landen, nämlich mit dem Adventslied der Adventslieder. Wir hören, macht hoch die Tür.
Ich lese uns das Wort zum Heiligen Abend aus Lukas 2, Vers 10 und 11. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wir wollen beten. Herr, wir kommen als Gemeinde zu dir an diesem heiligen Abend und ich möchte dir für diesen Gottesdienst danken, der trotz den Umständen so stattfinden kann, wie er das tun kann. Wir bitten dich um Begegnung in diesem Gottesdienst, dass du uns begegnest und uns segnest im Gottesdienst, aber auch bei den Zuschauern der Gemeinde zu Hause. Wir bitten dich für alle, die an diesem heiligen Abend ja aufgrund der aktuellen Situation einsam sind. Wir bitten dich für die krank sind, die sich ja verlassen fühlen heute. Sei du bei ihnen und schenk du ihnen ganz besonders deine Anwesenheit an diesem heiligen Abend. Lass uns dabei bedenken, warum wir dieses Fest feiern dürfen, dass wir heute gedenken dürfen, dass du zu uns auf die Erde gekommen bist, und segne dieses Fest, was wir feiern dürfen. Amen. Die Bläser werden nun das Lied "Zu Bethlehem geboren" spielen. Der Text wird uns eingeblendet, sodass Sie gerne von zu Hause aus mitsingen können. Auch bei den folgenden Liedern natürlich. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, da sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, und dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Gnade sei mit euch in dieser heiligen Nacht und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Was werden Sie nach diesem Gottesdienst essen? In WDR 2 und WDR 5 und WDR 4 gibt es seit 3 Wochen im Blick auf Weihnachten überhaupt gar kein anderes Thema mehr, als was man essen wird. Aber gut, etwas wichtig ist das ja schon, auch in unserer Familie. Ich möchte keine Rezepte heute Ihnen verteilen, sondern ich möchte stellvertretend an 4 Gerichten, die man traditionellerweise so isst, etwas deutlich machen. Ich kenne mittlerweile einige Leute, die grillen draußen jetzt an Heiligabend. Bei uns zu Hause, ganz wichtig, gibt es die schlesische Christkindlbrühe. Andere essen die traditionelle Weihnachtsgans und dann gibt es noch die Weihnachtsgans für den sparsamen Lipper. Ist Kartoffelsalat mit Würstchen. Weihnachten spielte ja damals, als es wirklich geschah, outdoor. Das halbe Volk war auf der Landstraße, die Hirten waren auf der Weide, die Weisen aus dem Morgenland waren in der Wüste und Maria und Josef, die waren auch so halb draußen in diesem Unterstand für das Vieh. Also für sie alle war am ersten Weihnachtstag der Geschichte Grillen angesagt. Ein spartanisches Mahl für Menschen, die unterwegs sind, die auf der Suche sind. Wenn Sie also heute Abend grillen werden, dann ist das eine Erinnerung daran, dass Gott sich selbst heimatlos gemacht hat, um mit uns unterwegs zu sein, um uns eine Heimat im Himmel zu verschaffen.
Und zugleich kann das ein Bild sein für mehr, denn die Menschen damals waren zugleich auch geistig heimatlos. Sie lebten halb mit Gott und halb mit ihren Götzen. Sie brachten einerseits Opfer im Tempel und scherten sich andererseits aber nicht um die Gebote Gottes. Sie nannten sich Kinder Gottes und hatten aber eigentlich überhaupt gar kein Vertrauen in die Leitung Gottes für ihr Leben. So wie das heute ist bei vielen. Fast alle Menschen feiern Weihnachten. Wie gut, dass sie es tun. Ich werde das niemals kritisieren. Aber viele dringen gar nicht durch die schönen Gewohnheiten hin zum Kern des Ganzen. Geistlich ernähren sie sich an Weihnachten von Süßer die Glocken, die klingen und Driving Home for Christmas. Das ist die schmale Kost der Tradition, das ist geistliches Grillwürstchen. Aber ich sage nochmal, dieses Wenige ist besser als nichts. Es zeigt die Restbestände einer Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht danach, dass die Weihnachtsbotschaft vielleicht doch wahr ist, dass Gott wirklich diese Welt besucht hat. Es ist die Sehnsucht danach, dass es ein Weihnachtserleben geben könnte, das uns wirklich in der Tiefe ergreift und unser Leben verändert. Also bei aller Gleichgültigkeit, bei aller Oberflächlichkeit schlummert in diesen Menschen doch eine Sehnsucht nach der Heimat. Bei der Sehnsucht nach der Heimat, da kommt die Christkindlbrühe ins Spiel. Wissen Sie, das gibt es in unserer Familie, weil die Vorfahren, die Eltern, Großeltern meiner Frau aus Schlesien kommen, vertrieben wurden aus Schlesien. Und wenn man heute Weihnachten feiert, da isst man immer die alten Sachen von Schlesien, wo Weihnachten immer so schön war. Und es werden natürlich bei den alten Leuten noch die alten Geschichten erzählt. Das ist auch wunderbar und dazu gehört das traditionelle Essen, dass man sich an früher in Schlesien erinnert. Und so war das damals auch bei den Juden, die seinerzeit in Babylonien lebten. Wir werden gleich noch einen Ausschnitt aus dem Bibeltext hören, der in dieser Zeit gesagt wurde. Sie hatten die Sehnsucht in sich nach dem gelobten Land ihrer Väter und nach der goldenen Stadt Jerusalem, da wo die Eltern und die Großeltern immer von gesprochen hatten. Das war so eine unbestimmte, aber doch immer präsente Sehnsucht. Und damit verband sich auch die Erinnerung an eine geistliche Heimat. Jedenfalls sprachen noch die Großeltern von einer Zeit, als man den Tag mit Gebet begann und den Abend in der Synagoge abschloss. Zumindest in einigen lebte noch das Bewusstsein der Heiligkeit Gottes und eine Ahnung, dass ihre geistliche Oberflächlichkeit letztlich zur Verwahrlosung der Charaktere und der Gesellschaft führen musste. Und so wuchs auch in der damals gegenwärtigen Situation Generation, die Sehnsucht nach einem inneren Halt. Es wuchs die Sehnsucht nach Maßstäben für ihr Leben, nach Gott als Ansprechpartner, dem man mit demütigem Herzen begegnet und von dem man auch Vergebung erbitten kann. Sie sehnten sich nach der Geborgenheit des Glaubens, nach der Heimat bei Gott, um die sie die Nachbarvölker früher einmal beneidet hatten, weil sie darum wussten. Sehen Sie, für mich ist das immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen bei meinen Besuchen, bei den Tauf- und Trau- und Beerdigungsgesprächen von ihren Großmüttern sprechen. Von den Omas, die mit ihnen gebetet haben und die ihnen aus der Kinderbibel vorgelesen haben. Viele machen das selber schon lange nicht mehr. Und doch wünschten sie es manchmal selber, sie täten es. Da ist die Sehnsucht nach einem Glauben, der so stark ist, dass man wie die Oma, selbst in Kriegszeiten, selbst wenn man mit 26 Jahren und 3 Kindern verwitwet, dass man doch nicht verzweifelt, sondern neuen Lebensmut aus dem Glauben hat. Das wünschen sich viele. Es möchte bei Ihnen doch auch so sein, wie bei der Oma. Kennen Sie solche Sehnsucht? Wenn ja, dann ist die von Gott und da ist sie ein großes Gut. Eine Sehnsucht nach einem festen Glauben ist ein Schatz, der darauf wartet, gehoben zu werden. Sie essen vielleicht geistliche Christkindlbrühe. Das wäre schon mal sehr gut, wenn Sie sich eins machen mit der Sehnsucht nach den im richtigen Sinn guten Zeiten, als Ihre Oma noch Gott kannte und mit ihm lebte. Aber es kann daraus sogar mehr werden. Sie können die Fülle genießen. Es muss nicht bei der Christkindlbrühe bleiben. Man kann auch die Weihnachtsgans essen. Es muss nicht bei der Sehnsucht nach Heimat bleiben. Man kann auch in die Fülle des Glaubens eintauchen. Dazu lese ich Ihnen aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 37, die Verse 26 und 27, wo Gott durch den Propheten sagt,
Ich schließe mit ihnen einen Bund für alle Zeiten und verbürge ihnen Glück und Frieden. Für immer wird mein Heiligtum in ihrer Mitte sein. Ich will bei ihnen wohnen und ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Das ist an Weihnachten Wirklichkeit geworden. Gott will bei uns wohnen. Das sprengte damals den Horizont der Menschen vollständig. Und als es dann soweit war und Gott als ein Kind auf die Erde kam, um mit seinem Volk zu leben, da verstanden sie es noch lange nicht. Und wie hätten sie es auch verstehen können? Weihnachten geht tatsächlich über alles hinaus, was der Mensch, was jede Religion dieser Welt sich je ausdenken und für möglich halten konnte. Gott wird ein Mensch. Das geht eigentlich gar nicht, weil ja Gott dadurch definiert ist, dass er alles Mögliche ist. Die Götter, die wurden als alles Mögliche gesehen, aber jedenfalls nicht als Mensch. Dass der Mensch, so klug er sei, dadurch definiert ist, dass er auf jeden Fall nicht Gott ist. Das ist auch gut zu bedenken, dass Menschen sich nicht für Götter halten. Aber dieses Wunder geschah eben, das Unbegreifliche, dass in Jesus Christus Gott und Mensch sich nicht nur begegneten, sondern eins wurden. Und das ist wahr. Man kann es nur begrenzt verstehen, man muss es aber umso mehr einfach feiern mit Gänsebraten und mit Geschenken und mit Liedern und mit viel Freude hoffentlich bei Ihnen heute in den Wohnzimmern. Vor allem mit Liedern und in stiller Beugung unter Gottes unbegreifliche Liebe. Stille Nacht, heilige Nacht. Und dann kommt noch etwas dazu, was der Prophet sagt: Dann werden sie nach meinen Weisungen leben und meine Gebote befolgen. Dann, wenn Gott sie besucht haben wird. Ergriffen von der Weihnachtsbotschaft lassen wir uns vor Augen führen, wie das Glück vollkommen werden kann. Gott ist nicht einfach nur da in der Welt, sondern in Jesus macht er es möglich, dass er in ihr Leben tritt und unter seiner Leitung zu leben. Gottes Kommen in die Welt ist das eine, dass das Leben jedes Einzelnen davon geprägt ist und bestimmt ist. Das ist die Krönung. Das ist Weihnachten, das ist die Weihnachtsgans. War das für Sie jetzt ein bisschen viel? Gut, wenn Ihnen der Gänsebraten zu schwer ist, da kann ich Ihnen auch noch mit Kartoffelsalat mit Würstchen helfen. Die Sparversion des Gänsebratens. Das dritte und letzte ganz kurz, die Besinnung auf das Wesentliche. Wer die Fülle nicht fassen kann, der mag sich für heute mit dem Kern der Weihnachtsbotschaft begnügen lassen. Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Gott ist die Welt nicht egal, Gott hat sein Leben unlöslich mit dieser Welt verbunden. Gott setzt sich als Baby dieser Welt aus. Gott fürchtet sich nicht vor der Welt, nicht vor Kriegen und nicht vor Krankheit und nicht vor Corona. Und darum müssen wir das auch nicht. In welchem Schlamassel sie auch stecken, Gott ist mittendrin. Und was immer geschieht, Gott gibt uns nicht auf. Und was immer sie ein Chaos erleben, in sich tragen oder vielleicht selbst um sie herum verbreiten, Gott wohnt mittendrin bei ihnen. Die Sehnsucht in ihrem Herzen, dass es so sein möge, ist der Beweis dafür, dass es die Erfüllung gibt. Freue dich, o Christenheit. Amen. Und wir geben uns hinein in die Antwort: Herbei, o ihr Gläubigen.
Vielen Dank allen Mitwirkenden an diesem Gottesdienst, den Sängerinnen und Musikern aus Almena, den Bläsern aus Langenholzhausen. Auch diesmal vielen Dank der Technik und alle, die das hier vorbereitet haben. Wir wären natürlich noch lieber mit großem Orchester und großen Chören hier heute gewesen, aber Sie wissen, wie es ist. Wir sind sehr begrenzt, Corona-bedingt, in der Zahl der Beteiligten, die uns zugestanden sind. Und umso mehr danke ich denen, die diese Zahl vollgemacht haben und diesen Gottesdienst so wunderbar gestaltet haben. Ich lade Sie ein zu den nächsten Gottesdiensten am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, Silvester, Neujahr. Am 27. dem Sonntag ist kein Gottesdienst, jedenfalls nicht in Ihren Gemeinden in dieser Übertragung. Morgen ist hier Pastor Busse. Sie haben schon Ihren Computer an, da schauen Sie einfach nach den Zeiten. Es wird Sie da nichts überraschen, aber da wir als zwei Gemeinden zusammen sind, ist es vielleicht etwas anders, als Sie es aus den vergangenen Jahren in Erinnerung haben. Wir wollen auch Heiligabend nicht nur unser eigenes Glück genießen, sondern traditionellerweise spenden wir an Heiligabend für das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt. Das ist jetzt so nicht möglich. Wenn Sie das aber trotzdem tätigen möchten, dann schauen Sie in dem Chat der Übertragung, da finden Sie die Kontonummer von Brot für die Welt und ebenso die Kontonummer der Kirchengemeinde Langenholzhausen, wenn Sie also da die Ausgaben unterstützen möchten, die durch diese Technik für die Livestream-Übertragung entstanden sind. Wir beten jetzt miteinander. Herr Jesus Christus, an diesem Tag, an dem du Frieden mit uns geschlossen hast, beten wir für die leider immer noch friedlose Welt. Wir bitten für die Menschen in allen Schreckensplätzen der Welt. Halte in ihnen die Hoffnung aufrecht, gib ihnen die Kraft, Gewalt nicht mit Gewalt zu beantworten. Wir bitten für Politiker und Einflussreiche in allen Ländern unserer Welt, dass sie ihre Arbeit als Dienst für die Menschen verstehen lernen und zum Wohl und Nutzen aller arbeiten. Wir bitten dich für die Menschen, die in diesem Jahr allein unter dem Christbaum sitzen, die traurig und verzweifelt sind. Wir denken an die, denen das Obdach fehlt und der vertraute Kreis von Familien und Freunden. Sie alle brauchen die Nähe und die Unterstützung anderer Menschen. Sie brauchen vor allem deine Nähe, oh Gott, und das Wissen, dass du mit ihnen sein willst. Öffne unsere Herzen neu für dich und dein Wort. Öffne unsere Hände für die, die eine Hand bedürfen. Und wenn Sie mögen, stehen Sie gerne auch zu Hause in Ihren Wohnungen auf zum Vaterunser und zum Segen. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, segne uns. Stärke uns in dem Glauben daran, dass der Stern von Bethlehem auch für uns aufgegangen ist. Gott, schenke uns das Vertrauen, dass unser Beten nicht vergeblich ist und dass wir unverzagt und seine Nähe gewiss
unsere ganzen Lebensmöglichkeiten entfalten. Gott, gebe uns ein liebendes, mitfühlendes und geduldiges Herz und eine helfende Hand, sodass wir zum Frieden in der Welt beitragen. Und dazu segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt, liebe Gemeinde, fröhliche Weihnachten. Wenn Sie es noch gar nicht richtig fassen können, dann jetzt, wenn wir gleich das Lied hören, O du Fröhliche.